Ein Hallo im Meridian-Yoga, schönen guten Morgen für alle, die morgens die Einheit mit mir genießen. Und ich merke so, bei mir ist heute, bei uns ist es noch ganz so grummelig und nebelig und es fühlt sich eigentlich noch alles so nach Reinkuscheln an. Ich weiß nicht, wie es euch heute geht, wie eure momentane Stimmung jetzt ist. Und ich werde dementsprechend, glaube ich, sehr sanft mit euch starten, um da so behutsam in diesen Tag anzukommen. Und das Thema der heutigen Stunde sind zwei verschiedene Organe, nämlich der Dünndarm und die Niere. Aus folgendem Aspekt heraus, der Dünndarm ist der unsere Nahrung aufspaltet und eigentlich dann in kleine Teile, aus den kleinen Teilen die Essenz der Nahrung rausholt. In der DCM ist es so, dass fürs Verdauen das richtige Milz und Dünndarm dem Ganzen zugeordnet werden, aber der Dünndarm ist eben so, der diese Arbeit erledigt. Und wenn wir aus der Nahrung gut die Kraft aufnehmen können, dann ist es so, dass diese Energie eigentlich als Puffer in unsere Nieren geschickt wird. Das heißt, die Nierenenergie können wir über einen kraftvollen Dünndarm stärken. Wenn es aber so ist, dass der Dünndarm all das, was wir so aufnehmen, und da gehört eben auch, aber auch die Eindrücke von außen, Nahrung von außen dazu, wenn der Dünndarm das nicht so gut verarbeiten und zerkleinern und verdauen kann, dann arbeiten wir eher mit den Nierenspeichern. Das heißt, die Niere wird nicht vom Dünndarm gestärkt, sondern einfach aus der Grundbatterie heraus holen wir uns dann, ich schaue gerade, da mag mich jemand eintreten, so. Wir holen dann aus der Reserve eigentlich der Nieren, aus unseren Batterien raus die Kraft. Und deswegen möchte ich heute eben zum einen den Dünndarm stärken, der zum Feuerelement gehört, und zum anderen die Niere als Aspekt dazu holen. Menschen, die das sehr stark spüren, dass diese Dünndarm-Nieren-Kombi nicht so gut funktioniert, sind Leute mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Da gehört Laktoseintoleranz, Histaminintoleranz oder eben auch Zöliakie oder so dazu, weil da eben der Dünndarm eigentlich nicht so viel aufnehmen kann und deswegen permanent die Nieren, die Batterien eigentlich angezapft werden, was bei den Leuten irgendwann Ermüdungserscheinungen, depressive Verstimmungen, Unruhe und alle möglichen so Mangelerscheinungen zur Folge hat. Kann eben aus dieser vielleicht fehlenden, guten Verbindung zwischen Dünndarm und Niere sein. Wenn man jetzt trotzdem einen sehr starken Bauch hat, dann ist es wundervoll, aber eben auch so diese Feuer- und Wasserachse zu stärken. Also es tut jedem gut, noch mehr eben den Leuten, die mit der Verdauung Schwierigkeiten haben. Ja, und wir fangen im Liegen an. Also ich lade euch ein, es euch einmal in der Rückenlage auf eurer Matte gemütlich zu machen. Du kannst für dich entscheiden, ob du dich ausgestreckt auf der Matte positionierst oder die Fußsohlen anstellst vor dem Gesäß. Ja, und was die Organzonen anbelangt, der Dünndarm ist eigentlich so ein fast zwischen 5 bis 6 Meter langes Gekräusel, Darmgekräusel rund unter dem Bauchnabel, so im mittleren Bauch, das ist wirklich so unsere Körpermitte. Und die Nieren liegen ja eben im Rückenbereich, noch so die unteren zwei Rippenbögen und dann so Übergang, Lendenwirbelsäule. Und das ist so ein Bereich, wo wir heute auch mit Rotationen immer wieder Hallo sagen werden und da einfach auch die Energie aufladen. Und als erstes lade ich dich jetzt ein, einmal zu schauen, was deine Atmung macht, wie die Atmung gerade ist. Ob du langsam oder schnell atmest. Und versuch jetzt vom Fokus her deine Atmung immer mehr Richtung Bauch nach unten zu schicken, die Einatmung, dass du wirklich merkst, dass bei der Einatmung der Bauch sich auch nach außen wölbt. Brustkorb darf mit aktiv sein, was vielleicht Brust- und Bauchatmung stattfindet, aber der Bauch nicht ganz still mehr bleibt. Lass die Einatmung wirklich in eine Fülle kommen, das heißt, atme etwas intensiver ein.
Und lass mit der Ausatmung auch eine Leere entstehen. Der Dünndarm wird auch als unser Bauchhirn bezeichnet, aufgrund der eigentlich Anordnung, wie er eben da in unserem Bauch so gewunden und gewurdelt liegt, schaut er dem Hirn auch sehr ähnlich. Und ist es auch wirklich so, dass zwischen Denken und dem Dünndarm ein großer Zusammenhang herrscht? Dem klaren Denken, dem schnellen Erfassen, dem Aufnehmen vom Wissen. Das heißt, wenn wir heute unseren Dünndarm hier gut anregen, machen wir vielleicht auch eine gute, anregende Einheit für unser klares Denken. Bleib noch bei deiner vertieften Atmung bis in den Bauchraum. Hebe jetzt deine Arme in etwa auf Schulterhöhe. Die Handflächen sind zum Himmel hin geöffnet. Schulterblätter sind leicht zueinander aktiv. Und dann entspannen sie wieder, wenn du die Schulterblätter da gut zueinander aktiviert hast. Falls du deine Beine noch ausgestreckt hast, führe jetzt beide Fußsohlen zum Gesäß heran. Atme tief in den Bauch ein und mit der Ausatmung lass beide Beine einfach nach rechts sinken. Die Schultern bleiben mit der Matte in Verbindung. Die Beine werden wahrscheinlich gar nicht die Matte berühren, wenn deine Schulter auf der Matte bleibt. Einatmen, richtig mittig aus. Ausatmen, lass beide Knie, beide Beine nach links sinken. Es ist ein ganz ein langsames in der Bewegung im Körper ankommen. Einatmen, mittig ausrichten. Ausatmen. Rotiere zur Seite. Und es ist wirklich so, dass der Oberkörper diesmal sehr satt bleibt und die Rotation eigentlich so aus dem mittleren Brustwirbelsäulenbereich bis in die Lendenwirbelsäule nach unten geht. Immer je nachdem, auch wo wir im Oberkörper nachgeben, ändert sich so das Zielgebiet unserer Rotation. Die Atmung darf fließen. Wiederhol es noch einmal auf jede Seite, dass du mit der Ausatmung die Beine ohne Druck, ohne es zu forcieren, zur Seite sinken lässt. Wenn du zurück deine Knie zur Mitte ausgerichtet hast, dann schau mal, ob du mit deinen Handflächen in welcher Art du sie am seitlichen Rippenraum auflegen kannst. Du siehst da bei mir, dass es für die Schultern so nicht so angenehm ist, wenn es die Handfläche mit den Fingerspitzen nach hinten orientiert ist, ausgerichtet ist. Deswegen tue ich den Daumen nach hinten Richtung Wirbelsäule und lass die Finger beim Bauch. Schau mal so, vielleicht sind auch bei dir alle Finger unter Daumen vorne. Das ist mehr der vordere Rippenbogen. Dann vertrau darauf, dass die Energie trotzdem bis in die Nieren nach hinten zählt. Gern, dass es deinen Schultern noch gut geht in dieser Position. Und schick jetzt 4 Einatmungen in deine Handflächen, sodass sich die unteren Rippenbögen jetzt mit der Einatmung wirklich auch weiten. In dem Wissen, dass im hinteren Raum der unteren Rippenbögen die Nieren ihren Platz haben und da jetzt mit diesen 4 Einatmungen auch ein bisschen Raum geschenkt bekommen.
Spür die Bewegung deiner Rippen unter deinen Handflächen ganz gleich, wie du sie jetzt positioniert hast. Nach dem vierten Mal löst die Hände, atme ein, führ die Arme in einem Halbkreis über die Luft, Kopf über, ups, musst du mal Platz schaffen, leg den Armrücken über dir auf den Boden ab. Mit der Ausatmung führ die Hände, die Arme in einem Bogen zurück, seitlich neben den Körper. Bleib dabei mit der Einatmung jeweils, heb die Arme über Kopf. Mit der Ausatmung wandern die Arme in einem Halbkreis wieder zurück zum Körper. Diese Bewegung bleibt. Das nächste Mal, wenn du in die Ausatmung gehst, drück zugleich mit den Fußsohlen in die Matte und heb dein Becken ein paar Zentimeter vom Boden. Die Arme sind auf der Matte, das Becken hebt sich von der Matte. Einatmend. Leg das Becken wieder zurück auf die Matte, die Arme wandern über Kopf. Ausatmen, Arme zum Rumpf führen. Becken diesmal vielleicht ein Stück höher in die Schulterbrücke heben. Einatmen, wieder wechseln. Bei der Ausatmung in der Schulterbrücke wander Stück für Stück höher. Bei der Einatmung, wenn du die Arme über Kopf streckst, am Ende deiner Einatmung, zieh dich für einen Moment von Steiß bis Fingerspitzen in die Länge. Es entsteht vielleicht ein leichtes Hohlkreuz, das darf sein. Ausatmen, führ die Arme zum Körper zurück, zum Rumpf, auf die Matte, Becken anheben. Einatmen, Länge schaffen. Wirklich bewusst noch in die Länge strecken. Ausatmen, Schulterbrücke. Wir wiederholen das noch dreimal. Genieß dieses Füllegefühl am Ende und dieses kurz in die Länge strecken. Und bei der dritten Wiederholung, wenn du die Arme über Kopf abgelegt hast, lässt das Becken mit dem Kreuzbein wieder auf der Matte ruhen. Finger sind jetzt gespreizt, die Handrücken sind eben in Bodennähe und fang jetzt an, mit deinen Händen, mit der Faust und den Fingern zu pumpen. Also Faust auf und lass die Hände aber über Kopf. Ein schneller Rhythmus, Faust auf, genau. Die Finger werden ganz stark dem Feuerelement zugeordnet, die Hände, Handgelenke. Wir sagen da mal Hallo zum Feuerelement. Noch 5, 6 Wiederholungen. Und dann lass die Hände jetzt einmal für einen Moment satt über Kopf ruhen. Leg die Arme ab. Spür jetzt in deinen kleinen Finger hinein und streck, spreiz noch einmal die Finger, bleib mit dem Fokus am kleinen Finger. Rotier jetzt die Hände so, dass der kleine Finger bodennahe ist, so weit wie es für deine Schultern, deine Arme möglich ist. Wenn du merkst, direkt über Kopf ist es jetzt in der Schulter unangenehm, dann beweg die Arme vielleicht in ein leichtes V. Der kleine Finger ist bodennahe. Und mit der Einatmung rotiere die Hand und versuch den kleinen Finger jetzt Richtung Decke auszurichten. Ausatmen, kleiner Finger ist bodennahe. Einatmen, richte ihn Richtung Decke aus. Wir arbeiten da jetzt durch diese Rotation entlang des Dünndarmmeridians mit einem Twist. Das wirkt wundervoll um Stagnationen, um Verengungen zu eigentlich wieder zu lösen,
Vielleicht spürst du, dass es auch in den Achseln, in den Schulterblättern was macht. Dann spürst du, wo das Feuerelement zu Hause ist. Bleib jetzt bei diesem Rotieren deiner gespreizten Finger, aber beweg die Hände langsam mit dieser Rotation Richtung wieder Körpernähe zum Rumpf nach unten. Und wenn deine Hände neben deinem Rumpf angekommen sind, leg sie auf der Matte ab, Handflächen sind nach oben geöffnet. Gib dem Brustkorb Raum, in dem die Schultern leicht zueinander aktiv sind. Spür mal, wie es deinen Händen jetzt geht, deinen Armen. Was kannst du wahrnehmen? Achte darauf, dass die Schulterblätter zueinander aktiv bleiben. Mit der nächsten Einatmung heb dein Becken wie ein letztes Mal in die Schulterbrücke. Aktiviere jetzt deine Finger, deine Hände zu den Fersen. Der Nacken ist lang. Und wenn es dir möglich ist, wenn es sich ausgeht, schau mal, ob du das Becken noch ein Stück höher schieben kannst und ob es dir angenehm ist, wenn du den unteren Rippenbereich auf deine Handflächen legst. Das ist eine sehr intensive Rückbeuge. Das heißt, die Hände liegen jetzt eigentlich auf der Nierenregion. Mach das nur, wenn es für deinen Rücken fein ist. Wenn du merkst, es ist unangenehm, dann lass die Hände mit den Fingerspitzen zur Ferse orientiert auf der Matte ruhen. Für den das angenehm ist, die Hände hier zu positionieren, dann lade ich dich einmal in deine Kehle zu spüren. Ist sie noch weich? Hat sie noch Raum? Wenn du merkst, na, es wird eigentlich hier wundervoll eng in der Kehle oder unangenehm eng, dann komm raus aus der Position. Beide Varianten der Schulterbrücke sind wunderbar, um unsere Organe anzuregen. Mit den Handflächen und dem Druck auf der Nierengegend ist es vielleicht noch eben nierenlastiger, aber mach das nur, wenn es deinem Rücken auch gut geht damit. Bleib noch für 2 Atemzüge in deiner Variante der Schulterbrücke. Und in Verbindung mit der zweiten Ausatmung, wenn die Hände eben auf den Nieren positioniert waren, löst die Arme. Und so oder so, sink jetzt mit dem Becken nach unten. Hol langsam die Beine zum Bauchraum heran, umschling deine Beine und bleib für einen Moment im kleinen Yoga-Paket. Falls ein Schaukeln bei dir impulsartig entsteht oder ein Auf-Up-Rocking, dann lass es zu. Vielleicht liegst du auch ganz still da. Es kann immer anders sein als bei mir. Drück jetzt deine Beine etwas verstärkt zum Bauch heran, sodass du wirklich spürst, dass da eine Komprimierung stattfindet. Also es ist jetzt nicht mehr nur das Gewicht meiner Arme, sondern ich nehme schon so ein bisschen Kraft jetzt dazu. Achte darauf, dass dein Nacken, dein Hals lang bleibt, die Schultern nach unten orientiert sind. Und spür mal, was dieser leichte Druck jetzt auf deine Beinen im Rücken auslöst. Und auch im Bauch. Eventuell nimmst du wahr, wie deine Oberschenkel jetzt am Bauch ruhen. Wenn du merkst, dass das jetzt mit geschlossenen Beinen bei dir in der Leiste vielleicht unangenehm ist oder im Bauch und deine Knie etwas auseinander sinken, ist das genauso möglich. Bleib aber noch bei diesem sanften Druck. Und schick deine Atmung jetzt wieder in den unteren Rücken, Rückenraum, Bauchraum, also nach unten. Keine Brustatmung, um vielleicht dieser Kompression auszuweichen, sondern eine tiefe, nach unten führende Ein- und Ausatmung. Vielleicht nimmst du wahr, wie durch diesen Druck der Beine, wie du die Bauchatmung verstärkt spürst, im Bauch wie Rücken. Und bleib noch für 2 langgezogene, intensive Atemzüge in dieser Haltung.
wenn du aus der Haltung rauskommst, spür mal, ob deine Leisten vielleicht oder deine Beine oder dein Becken eine Ausgleichsbewegung brauchen. Dann nimm dir dafür Zeit und danach lade ich dich ein, wenn du soweit bist, in den liegenden Schmetterling zu kommen. Also da jederzeit auch einfach sich mehr Zeit nehmen, wenn du merkst, ah, du musst noch kurz Beine strecken, ausschütteln. Im liegenden Schmetterling geh mit deinen Handflächen, deinen Händen mal zum Unterbauch, zur Leiste und streich dort über Leiste, Unterbauch. Fühl mal, ob da jetzt im Unterbauch Spannung ist, aber eher weich ist. Und such jetzt mit den Fingerkuppen, wenn du so vom unteren Bauchnabel beginnst, wander mit den Fingerkuppen Richtung Schambeinkante. Spür mal, wo deine Schambeinkante ist. Und nimm dann vor allem so Zeige- und Mittelfinger, die bewusst so leicht diagonal nach Richtung Schambein, nach innen, nach vorne diagonal nach unten drücken. Also drück in diese Rille der Schambeinkante noch im weichen Teil des Unterbauches hinein, Richtung Schambeinkante. Atme wiederum dorthin, wo du die Finger spürst. Ich weiß, so tief ist schwierig zu atmen, aber schick die Atmung bis da nach unten Richtung Nierenzone. Bleib mit den Händen mit einem wohligen Druck auf diesen Punkt und fang jetzt an, mit den Knien ganz leicht wie ein Schmetterling zu flattern. Eine kleine Bewegung. Rhythmisch und eher schnell. In der Position des Schmetterlings ist der Nierenmeridian sehr geöffnet. Es ist eigentlich ein Meridian, der sehr im Beininneren verläuft und nicht so leicht erreichbar ist. Aber wenn du die Beine so in dieser angewinkelten Position hast, ist er sehr präsent. Und mit diesen leichten Federn gönnst du da jetzt deinem Nierenmeridian eine sanfte Massage. Deine Finger sind zugleich auf der Nierenzone. Bleib da kurz dabei. Bleib noch für einen Atemzug bei diesem federnden Bewegen deiner Beine. Lass es dann ausklingen und auch deine Hände können jetzt gern ganz flach auf dem Unterbauch liegen. Wenn du aber merkst, na, ich mag meine Arme entspannen und die Schultern entspannen, dann öffne sie gern und leg sie auf die Matte. Spür für einen Moment nach. Deiner nächsten Ausatmung in Verbindung, bring die Beininnenseite zueinander. Du kannst gern deine Oberschenkel mit den Handflächen unterstützen. Knie sind wieder zur Decke ausgerichtet. Atme ein, bring beide Füße gestreckt oder so gestreckt als möglich mit den Fußsohlen Richtung Decke orientiert in die Luft. Die Füße sind zunächst parallel. Jetzt schau mal, vielleicht ist so ein kleiner Winkel im Knie drinnen. Das darf ruhig sein. Wichtig ist aber, dass du jetzt mal in deine Fußposition spürst. Die Fußinnenseite, Fußknöchel und auch Großzehen berühren sich da jetzt. Und beginn jetzt mit der Ausatmung, die Füße zu öffnen. Ich lege mir kurz ein bisschen anders hin, dann siehst du es besser. Dass die Zehen nach außen schauen und mehr die Ferse zueinander aktiv ist. Atme ein, bring wieder die Fußinnenseite. Innenseite zueinander, inklusive so die Zehenseite des großen Zehens, ausatmen, rotiere sie nach außen. Du wirst merken, dass du auch ein bisschen Bauchspannung brauchst. Lass den Bauch leicht nach innen aktiv. Und die Beine dürfen sich da zueinander und in eine Auswärtsrotation bewegen. Das nächste Mal, wenn deine Zehen nach außen orientiert sind,
Atme ein, lass die Fersen jetzt da, die Knie abgewinkelt und lass die Fersen zum Schambein sinken. Das geht nicht ganz nach unten, aber wir sind hier wieder wie in einem Schmetterling. Ausatmen, streck die Beine wieder nach oben. Zehen bleiben nach außen orientiert. Einatmen, Fersen sinken ab. Die Knie wandern nach außen. Zehen bleiben aktiv in der Auswärtsrotation. Ausatmen, streck die Beine. Wer schon einmal Ballett getanzt hat, das ist jetzt wie ein großes Plié in der ersten Position. Keine Ahnung, ob da bei jemandem Erinnerungen hochkommen. Wiederhol die Bewegung noch dreimal. Und wenn du das letzte Mal deine Beine nach unten sinken lässt, führ auch die Beininnenseite wieder zueinander. Bring jetzt beide Beine auf eine Seite, roll dich in die Seitenlage und komm so langsam über die Seitenlage in eine sitzende Position. Schnapp dir eine Sitzunterstützung, um dich da keilförmig aufzurichten vom Becken her. Das Becken kippt mit dem Schambein nach unten und vorne, der Rücken ist lang. Atme ein, führ zunächst den linken Arm Richtung Himmel und winkel ihn dann so, dass du ihn um den Kopf rotierst. Der kleine Finger ist jetzt da nach oben hin ausgerichtet. Spreiz die Finger. Könnt ihr mir mal kurz zeigen, seht ihr mich vom Kontrast her mit der Hand gut genug? Dann Daumen hoch, seht ihr mich? Ist okay? Gut, danke. Kleine Finger ist nach oben orientiert. Genau hier jetzt da an der Außenkante öffnen wir den Dünndarm. Mit der nächsten Einatmung streck den Arm leicht nach rechts. Die linke Hand zieht diagonal über den Kopf nach oben. Die Finger sind gespreizt. Nimm den Fokus auf den kleinen Finger. Und mit der Ausatmung führ den Arm in eine Kaktusposition neben deinen Kopf. Einatmend. Streck dich wieder. Die linke Körperseite ist genauso hier in die Länge gezogen. Und ausatmend. Kaktusarm, Ellbogen auf Höhe der Schulter. Einatmen, die Finger sind nach wie vor gespreizt. Wir wiederholen das noch dreimal. Vielleicht spürst du, dass es da im Oberarm oder vielleicht auch bei den Händen, dass es vielleicht ein bisschen so zum Wurdeln beginnt oder zum Arbeiten. Und ein letztes Mal. Lass jetzt den Oberkörper, den Kopf in der Neigung. Und bring ganz langsam den linken Arm zurück Richtung Körperseite. Senk ihn ab. Greif dann mit dem rechten Arm um deinen Rücken herum und schnapp dir so den linken Ellenbereich, Ellbogen. Und spür da für einen Moment in diese seitliche Öffnung. Dünndarm Meridian hat auch viel Bezug zum Schultergürtel, Schulterblatt. Und du kannst jetzt gerne mal deinen Kopf Richtung Matte rotieren und spür, wenn du die Bewegung ganz langsam ausführst, ob es da irgendwo so einen Winkel gibt, wo du merkst, oh, was für eine wohlige Dehnung oder Öffnung, dann bleib dort. Was heute spannend ist bei der Yoga-Einheit, der Dünndarm-Meridian fließt rund ums Ohr und hat insofern auch einen hohen Bezug zum Ohr und an und für sich aber auch eben die Nieren, denen wird die Fähigkeit des Hörens, die Sinnesfunktion des Hörens zugeschrieben. Und man sagt auch mit abnehmender Nierenkraft nimmt eben auch oft die Hörfähigkeit ab. Also beide Meridiane sind heute stark auch mit dem Ohr und dem Hören im Zusammenhang. Wer weiß, was wir danach alles hören nach der Yoga-Einheit. Ich
Löse jetzt die rechte Hand, greif zur rechten Gesichtshälfte und unterstütze deinen Kopf mit der Handfläche, um ihn ganz behutsam aufzurichten. Wenn du beide Arme jetzt nach unten hängen lässt, spür mal, spürt sich's rechts, links gleich an? Die Länge deiner Körperseiten oder die Freiheit oder die Arme? Ja, und wechsel jetzt, wir gehen zur zweiten Seite. Heb den rechten Arm und lass ihn zunächst so um deinen Kopf einmal geschlungen sein. Spreiz die Finger, der kleine Finger ist wiederum nach oben orientiert. Mit der Einatmung gehe jetzt in eine diagonale Streckung. Die rechte Körperseite ist lang und der rechte Arm will noch etwas diagonal nach oben. Mit der Ausatmung beweg dich in eine neutrale Wirbelsäulenposition, Kaktusarm. Einatmung. Such wieder diese aktive Armposition. Und ausatmen. Führ es zurück. Beim Ausatmen hätte ich gern, dass du auch schaust, dass dein Schulterblatt, ich weiß, jetzt haben wir nur eine Seite, da fühlt man das nicht immer so klar, aber dass du trotzdem das Schulterblatt nach unten und hinten aktivierst, dass der Arm nicht nach vorne kommt, sondern der Arm ist nach hinten orientiert. Dein Fokus, deine Aufmerksamkeit lenk auf die Armseite, die jetzt himmelnahe ist. Die Außenseite, kleinfingerseitig des Armes. Und schau, was dort passiert. Noch zwei Wiederholungen. Und ein letztes Mal mit der Einatmung in diese diagonale Streckung gehen. Bleib mit dem Oberkörper jetzt in der Neigung. Atme aus und senk ganz langsam den rechten Arm ab. Greif dann mit dem linken Arm um den Rücken herum. Schnapp dir deinen rechten Arm, wo du ihn gut berühren kannst. Und spür jetzt mal hier in den Nacken auf der rechten Seite hinein. Und auch jetzt mit der Ausatmung such mal, ob es da noch einen Winkel vielleicht gibt bei deinem Hals, wo diese Dehnung sich noch wohliger anfühlt, noch intensiver ist, wo du merkst, oh, da ist der Punkt, da möchte ich jetzt gern für ein paar Atemzüge verweilen. Wenn du keinen Punkt findest, der dich einlädt, dann kannst du es entweder auch mit leichten Bewegungen dynamisch ausführen oder einfach eben auf einer Stelle bleiben. Und auch da ist es total fein, wenn du die Atmung jetzt gleich intensiv weiterfließen lässt, vielleicht sogar mal etwas stärker einatmest und spürst, ob die Einatmung im Schultergürtelbereich, im Nacken was bewirkt. Löse dann langsam die linke Hand, greif zur linken Gesichtshälfte. Und unterstützt deinen Kopf wieder in eine Aufrichtung. Lass beide Arme nach unten, leg sie vielleicht auf den Oberschenkeln ab oder gern im Schoß die Hände zueinander bringen. Und spür, fühlst du dich jetzt da rechts, links gleich lang? Oder gibt es eine Seite, die, wo du das Gefühl hast, du bist schief? Das kann auch manchmal sein. Wir sind sowieso viele schief. Ja, dann bring mit der nächsten Einatmung diesmal beide Arme über vorne Richtung Himmel. Handflächen schauen zueinander. Mit der Ausatmung
Acht darauf, dass du die unteren Rippenbögen leicht zueinander führst. Der Bauch ist nach innen aktiv. Rotiere die Kleinfinger einmal nach hinten. Mit der Einatmung rotiere sie wieder zu uns nach vorne Richtung Bildschirm. Bleib dort für vier Atemzüge. Mit der nächsten Ausatmung orientiere die Hände Richtung Boden, senk die Arme nach unten ab, neig dich mit dem Oberkörper etwas nach vorne, runde den Rücken leicht und führe die Hände auf die Nierengegend. Einatmend, schaff Länge im Rücken, Ellbogen wollen zueinander, vielleicht ist da gar nicht so viel Raum. Ausatmend, runde dich sanft nach unten und vorne. Einatmen, langer Rücken. Ellbogen sind zueinander aktiv, Blick leicht anheben, ausatmen, nach vorne neigen. Einatmen, anheben, Länge schaffen, ausatmen, letztes Mal nach unten runden, atme ein, heb den Oberkörper an, atme aus, löse die Hände, führe die Handflächen nach vorne auf die Matte, bring die Füße jetzt damit den Fußsohlen zueinander, umfass deine beiden Füße mit den Händen und neig dich nach vorne. Die Ellbogen wollen von der Tendenz her Richtung Matte, die Arme sind hier breit. Und wir sind hier in der klassischen Meridiandehnung für Herz und Dünndarm. Da gehört es ihm dazu, dass es nicht einfach so nur dieses so Arme irgendwie, sondern dass wirklich die Arme sich nach, mit den Ellbogen nach seitlich außen orientieren. Dann bringen wir wieder mehr den Meridian-Aspekt rein. Und zugleich spürst du wieder diese Verbindung Herz-Wasser, weil ich habe dir vorher schon erzählt, dass eben die Schmetterlingsposition ganz stark den Nierenmeridian anregt. Also immer wieder in der TCM ist so Feuer-Wasser sehr stark in Verbindung miteinander. Auch insofern spannend, es gibt ja auch so die erweiterten Meridianverläufe, dass da jeweils die Feuer- und Wassermeridiane sehr nah nebeneinander verlaufen. Mit der nächsten Einatmung richtig auf. Wenn du eine Sitzunterstützung hast, leg sie jetzt da zur Seite. Wir bleiben zwar noch im Sitzen und führen dann langsam beide Beine nach vorne. Mit den Händen, ich drehe mir einmal zur Seite, dass du es gut siehst, mit den Händen wandere ich jetzt etwas nach hinten. Der Oberkörper vom Schwerpunkt her verlagert sich auch nach hinten. Die Fingerspitzen schauen weg von mir. Mein linkes Bein stelle ich über das rechte drüber und die Fußsohle ist in etwa auf der Höhe vom Knie. Genau. Jetzt kann man da natürlich so eine lässige Strandposition einnehmen, aber wir sind ja im Yoga, das heißt, wir suchen Länge im Rücken, Länge im Oberkörper. Das Brustbein öffnet sich leicht nach oben. Wundervoll. Spür mal in diese Haltung hinein. Atme jetzt da hier ein, such noch einmal eben die Länge und mit der Ausatmung bring jetzt dein rechtes Knie, das Becken, dein linkes Knie und das Becken nach rechts. Du wirst den Boden nicht berühren, aber du spürst, dass hier im Rücken etwas passiert. Mit der Einatmung lass wieder beide Gesäßhälften auf die Matte zurückkommen. Das Knie ist wieder neutral zum Himmel ausgerichtet. Ausatmend, beweg dich aus dem Becken rollend oder eben rotierend zur Seite. Einatmend, komm zurück. Wir bleiben da zunächst jetzt noch bei vier dynamischen Wiederholungen. Und spür mal, was es so im Rumpf, vielleicht jetzt vor allem in der rechten Seite, zu der wir hinrotieren, im Oberkörper macht. Bleib lang im Oberkörper. Auf welcher Höhe circa spürst du die Bewegung? Spürst du vielleicht durch die Rotation ein bisschen diesen Twist? Es sollte circa die Nierenhöhe sein, verrate ich euch. Vielleicht bist du in dem Bereich. Nach der vierten Wiederholung bleib für einen Moment. Jetzt spür mal, ob du beim linken Fuß den Fuß etwas weg vom Knie bewegen magst und noch so ein bisschen da nach vorne
ausstrecken möchtest. Wir sind aktiv im Oberkörper. Noch immer ist es mein Brustbein, das Richtung Himmel strebt. Ich habe Länge in der Wirbelsäule. Auch meine Rückenmuskeln sind mit präsent. Ja, und trotz diesem Twist atmen wir. Das heißt, nutzt die Atmung. Und wir bleiben für 3 Atemzüge. Ich orientiere mich wieder nach vorne, dass ich euch sehe am Bildschirm. Kann auch sein, dass es bei dir statt im Oberkörper bei der Rotation vielleicht im Gesäß zieht oder spannt. Auch schön. Nach dem 4. Atemzug, wenn du soweit bist, lass zunächst wieder beide Gesäßhälften auf die Matte zurückkommen. Löse dein Bein richtig mal auf und beweg deine Hände, rotier die Handflächen, die Beine dürfen sich entspannen. Locker die Hände. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest auch mal so um die Handgelenke reiben, das ist auch was Wundervolles, was wir gern machen, um unser Feuerelement auszugleichen. Vielleicht hast du schon einmal wahrgenommen, wenn du vor einem Bewerbungsgespräch oder irgendwo nervös bist, dass man sich manchmal so die Hände auch reibt oder unbewusst so an den Händen knetet. Das ist auch um eben Nervosität und Aufregung werden auch dem Feuerelement zugeordnet und die Hände ja auch. Ist auch so eine Art, wie wir uns ausgleichen und beruhigen oder beim Zahnarzt zum Beispiel halten wir einander die Hände oder unseren Kindern oder bei mir sind es die Kinder, die mir die Hand geben. Also auch um zu beruhigen. Unsere Hände haben da eine wundervolle Beruhigungskraft. Und wenn du dann das Gefühl hast, es passt wieder, dann stütz dich wieder mit den Armen nach hinten auf, Fingerspitzen schauen weg von dir und suchst zunächst wieder die Länge im Körper. Der Rücken ist aktiv. Diesmal ist es das rechte Bein, das über das linke positioniert ist, zunächst mit der Fußsohle nahe am Knie. Mit der nächsten Ausatmung lass das Knie jetzt nach links in die Rotation gehen. Einatmen, find zurück zur Mitte. Du rollst hier über dein Gesäß. Wir bleiben bei einigen dynamischen Wiederholungen. Sieh es wie so ein Forschen. Ah, wo zieht das bei mir? Oder je nachdem, wie intensiv ich mein Brustbein nach oben hebe, was verändert sich? In welcher Körperseite nehme ich die Rotation wahr? Ich habe vorher gesagt, geh mit der Ausatmung in die Rotation, aber ich hätte gern, dass du das jetzt einmal probierst, geh mit der Einatmung in die Rotation. Einatmung bewegt dich in die Rotation, Ausatmung kommt zurück. Ich mag in der Rotation die Fülle haben. Wiederhol es noch 2-mal. Vielleicht spürst du auch, dass es sich rechts, links unterschiedlich anfühlt oder der Bereich der Aktivierung ein anderer ist. Ja, wenn du das nächste Mal in die Rotation gehst, bleib dort. Jetzt darfst du wieder deinen rechten Fuß mit der Fußsohle, mit dem Unterschenkel so positionieren, dass es sich für dich stimmig anfühlt. Sei mal achtsam, ob deine Schultern schon vielleicht auch so nach vorne schauen oder ob du dein Brustbein noch geöffnet hast. Oberkörper ist lang, Kopf ist in Verbindung mit dem Oberkörper gehalten. Also lass ihn nicht nach hinten hängen. Und schick die Einatmung bewusst in den Bereich, wo du jetzt eine Enge vielleicht spürst oder eine Dehnung. Bleib noch für 2 Atemzüge. Und in Verbindung mit der 2. Ausatmung, find raus aus der Haltung. Löse das Bein, verlagere den Körperschwerpunkt nach vorne und gern noch einmal die Hände lockern. Jetzt spür mal hinein, diese Haltung für den Rücken.
Ich biete zwei Sachen an. Eventuell magst du dich für eine Minute einfach noch einmal ausstrecken. Dann erlaubt dir das, leg dich nach hinten auf die Matte. Vielleicht magst du aber auch in einem leichten Karo deine Beine, deine Knie auseinander sinken lassen und dich nach vorne neigen, um dich zu runden. Beides ist okay. Wenn du eine dritte Variante hast, dann nimm die dritte Variante. Ich merke, bei mir geht da gerade die Sonne auf. Andi dreht gerade die Lampe stärker. Das heißt, lass deinem Rücken kurz wieder auch so eine Rundung zu, eine Entspannung. Ja, und wenn du jetzt dich niedergelegt hast, dann komm noch einmal über die Seitenlage in eine sitzende Position. Die, die sich nach vorne geneigt haben, richten sich wieder auf. Ich würde gerne, dass wir in den Vierfußstand weiter wandern. Also bring die Beine nach hinten, richte dich im Vierfußstand auf. Mit der nächsten Einatmung rotiere den Kopf nach links und schau über die linke Schulter nach hinten zum Becken. Du spürst wiederum auf der rechten Körperseite hier jetzt eine Öffnung. Ausatmend neutral ausrichten, der Blick geht nach unten zur Matte. Einatmend wechsel das Ganze nach rechts, Kopf rotiert nach rechts, Blick geht über die rechte Schulter zum Becken. Ausatmend mittig ausrichten. Mach's jetzt, wenn du das nächste Mal nach links rotierst, dass du auch das Becken dem Kopf eigentlich entgegen neigst. Also du hast wirklich auf der gesamten rechten Körperseite hier eine Öffnung. Ausatmen, Mitte, geh dann über die Mitte mit der Einatmung weiter zur rechten Seite. Und so wechsel die Seiten. Wir haben weder einen Rundrücken noch einen Buckel. Diesmal ist es die Seitwärtsneigung, in die wir hier gehen. Das nächste Mal, wenn du nach links, mit deinem Kopf nach links blickst, bring jetzt den linken Unterschenkel wie so einen Fahrradständer etwas nach seitlich außen. Streck das rechte Bein in die Länge. Die Fußsohle ist auf der Matte. Der Fuß ist in einem 90-Grad-Winkel zum Körper. Fußaußenkante drückt in die Matte. Und den rechten Arm, den hebe jetzt über Kopf und wiederum. Ist es diesmal der kleine Finger, der zur Decke nach oben hin ausgerichtet ist. Und streck den rechten Arm, streck die Finger des rechten Armes. Such hier Länge von der Fußaußenkante bis zum kleinen Finger. Spür mal zunächst die Länge. Und jetzt hätte ich gern, dass du mit der Ausatmung den Arm nach vorne Richtung Matte in einem Kreis nach unten führst, mit der Einatmung vom Becken in einem Halbkreis nach oben führst und wieder die Länge am Ende der Einatmung suchst. Ausatmen. Etwas mit dem Oberkörper nach unten orientieren, Arm führt vor dem Körper unterhalb vorbei, einatmen, beschreibt der Arm den oberen Halbkreis. Setzt es vor, die ziehe noch einmal meine Socken da aus. Und ich hätte gern, dass du am Ende der Einatmung einen Moment diesen Punkt der Fülle wirklich suchst. Dieser Streckung, der kleine Finger ist am Ende der Einatmung weit weg von dir orientiert. Aber dann noch mit der Ausatmung so wieder dieses oh, etwas entspannen, weich werden. Die stützende Hand ist mit den Fingerballen gut in die Matte verankert. Mittelfinger, Zeiger, Ringfinger drücken genauso aktiv in die Matte. Noch zwei Wiederholungen. Und nach der zweiten Einatmung bleib noch einmal für drei Atemzüge in dieser Länge. Bleib mit dem Körper und lass den kleinen Finger
Jetzt der Überkopf in dieser Streckung etwas tanzen. Das heißt, rotiere die Handfläche. Das hast du jetzt schon in mehreren Positionen heute mit den Armen so eine Rotation ausgeführt. Führe sie auch diesmal in diesem Seitwärts-Stretch. Mit deiner nächsten Ausatmung beweg dich langsam zurück in einen Vierfußstand. Das Becken darf sich wieder neutral zur Matte ausrichten. Beide Knie auf der Matte, beide Handflächen. Atme ein geführtes Hohlkreuz. Ausatmen, sink nach hinten in die Verneigungsposition. Entspann die Arme. Falls du deine linke Hand gern umfassen magst, dein Handgelenk einmal berühren magst, dann mach das. Vielleicht ist es auch einmal so, dass du jetzt nur in der Verneigungsposition wirklich mit der rechten Hand die linke Hand beim Handgelenk umfasst, wissend, dass dort auch dein Feuerelement sich ganz stark äußert. Entspann den Rücken, den Bauch. Tiefe Ein- und Ausatmung auch hier, weil das einfach auch den Rücken weiten kann. Bring dann wieder beide Hände separat auf die Matte, atme ein, komm zunächst mit runden Rücken zurück in den Vierfußstand, führe dann das weiter in ein geführtes Hohlkreuz. Ausatmen, Katzenbuckel. Wir wiederholen für einen kurzen Moment den Katze-Kuh-Flow. Um auch in der Richtung einmal jetzt der Wirbelsäule Hallo zu sagen. Das Wasserelement zeigt sich sehr stark im Rücken. Noch einmal in beide Richtungen, mit der Einatmung in die Kuh, mit der Ausatmung in die Katze. Und such dann mit der Einatmung in Verbindung jetzt wieder die neutrale Ausrichtung der Wirbelsäule. Bring jetzt den rechten Unterschenkel nach seitlich außen. Das linke Bein streckt in die Länge. Der linke Fuß ist in einem 90-Grad-Winkel zum Körperfuß. Außenkante drückt in die Matte und der linke Arm führt über Kopf. Der kleine Finger ist nach oben hin geöffnet. Gespreizte Finger, aktive Finger. Genau. Spür in die stützende Hand. Alle Finger sind gut in der Matte verwurzelt. Beginn mit der Ausatmung, neig dich leicht Richtung Matte. Der Halbkreis nach unten ist mit der Ausatmung. Der Halbkreis des Armes nach oben ist die obere Hälfte des Kreises. Und am Ende in der Fülle der Einatmung such diese Weite. Ausatmen, wieder entspannen. Einatmen und dann in der Fülle nochmal dieses Ah in die Länge strecken. Vielleicht ergibt sich so bei dieser Einatmung und diesem Stretch so eine Sekunde Atemanhaltephase in der Fülle. Wenn es sich ergibt, dann genießt es. Vielleicht sind es bei dir 2 oder 3 Sekunden, bevor dann so diese Ausatmung folgt. Wenn du aber merkst, dir ist es wohliger, der Atem fließt rund, dann bleib bei deiner Atemvariante. Der kleine Finger ist bei diesem Weiten nach oben orientiert. Letztes Mal, wenn du in der Streckung bist, bleib. Such jetzt noch einmal. Die Fußaußenkante drückt wirklich in die Matte. Das Becken, der Rippenbogen ist geweitet. Ich strecke mich da links in die Länge. Der Arm unterstützt es. Obwohl ich den Arm mit der Hand nach vorne orientiert habe, ist mein Schulterblatt nicht da jetzt ganz nah Richtung Ohr, sondern noch immer nach hinten verankert. Und jetzt rotiere, sodass der kleine Finger sich hier bewegen kann, tanzen kann. Rotiere die Hand. Ja, man sieht es wundervoll bei dir, Manfred. Die Hand ist genau vor der Kamera. Sehr schön. Und mit der nächsten Ausatmung entspann dich, löse mal den Arm und neig dich dann wieder langsam Richtung Matte zurück in den Vierfußstand.
Einatmen, geführtes Hohlkreuz. Ausatmen, sink nach hinten in die Verneigungsposition oder in die Stellung des Kindes. Wenn du in der Verneigungsposition bist, dann lade ich dich ein, diesmal vielleicht das rechte Handgelenk einfach mit der Handfläche zu umfassen. Atme in den Rücken. In den mittleren Rücken, wo so auch die Nieren ihr zu Hause haben. Und richte dich mit der nächsten Einatmung langsam in einen Fersensitz auf. Wenn es deinen Knien im Fersensitz gut geht, dann bleib so wie du bist. Wenn du merkst, es ist eigentlich zu tief, dann würde ich dir vorschlagen, zwischen Fersen und Gesäß eine Decke zu nehmen oder da auch einen Block niederzulegen, um eben die Kompression im Knie zu verringern, dass du dann damit Unterstützungsmaterial arbeitest. Bring die Arme wiederum in Kaktusarme. Ellbogen sind auf Höhe der Schultern. Finger gespreizt, Kleinfinger nach außen orientiert. Nimm mal in der Position 2, 3 Atemzüge. Komm mal an in dem Gefühl. Ich hätte gern, dass die Rippenbögen, die vorderen, leicht nach innen und unten aktiv sind. Dein Oberkörper bewusst aufgerichtet ist. Die Schulterblätter orientiere leicht zueinander und nach unten. Eventuell bewegen sich dadurch die Ellbogen 1-2 cm weiter nach hinten. Wenn sie sehr nach vorne sind, sind sie mehr eher im Runden. In dieser Haltung bleibe jetzt im Oberkörper. Mit der nächsten Einatmung erheben wir uns, sodass die Oberschenkel circa in einem 45-Grad-Winkel sich weg von der Matte bewegen und der Oberkörper ist nach vorne geneigt. Genau, bleib hier. Atme mal in der Position weiter. Schau jetzt noch einmal, sind die Ellbogen noch nach hinten orientiert? Dein Kinn ist in Verbindung mit deinem Brustbein, dein Blick diagonal nach unten orientiert. Mit der nächsten Ausatmung, das ist jetzt bei uns kein Morgengebet, das ist Morgen-Yoga, neigen wir uns nach unten und bringen die Handflächen auf die Matte. Einatmen, schau zunächst, dass du Länge herstellst, vom Steißbein bis zum Scheitel und richte dich dann wieder zurück in diese nach vorne geneigte Position auf. Kraftvoller Rücken, du hast eine Rückbeuge im Rücken. Ausatmen, mit kraftvollen Rücken nach unten bewegen. Und wenn dein Bauch mit den Oberschenkeln in Kontakt ist, dann darf der Rücken sich runden. Einatmen, zunächst diese Länge und die Aufrichtung von Steiß bis Scheitel suchen. Find die Rückbeuge, dann heb den Oberkörper etwas an. Und ausatmen, bleib lang im Rücken, erst wenn der Bauch die Oberschenkel berührt, runde dich. Ist eine wundervolle Rückenübung. Wir arbeiten auch hier stark mit der Nierenenergie und haben aber jetzt auch die Blase inkludiert. Mir ist wichtig, dass wenn du dich aufrichtest, du zunächst diese Länge suchst. Noch nach vorne geneigt. Und wenn du das Gefühl der Länge im Wirbelsäule hast, diese Rückbeuge kultiviert hast, dann richte ich etwas auf. Noch 2 Wiederholungen. Ellbogen sind nach hinten aktiv, Schulterblätter nach hinten, unten zueinander. Ein letztes Mal mit der Einatmung aufrichten. Ja, und Ausatmung, was glaubst du, was folgt? Beweg dich nach unten, entspann die Arme, runde dich. Vielleicht mag dein Becken sich leicht auch mal rechts-links bewegen, um den Rücken da Entspannung zu schenken. Vielleicht aber auch möchtest du die Arme nach vorne ausstrecken und einmal zu einer Mattenseite wandern, um so den Rücken seitlich zu öffnen.
Schau, was für dich sich hier stimmig anfühlt. Die Knie gerne etwas öffnen, dass dein Oberkörper sich wirklich zwischen die Beine nach unten entspannen kann. Wenn du dich für die Seitwärtsvariante entschieden hast, wir verweilen jetzt nicht, dann wandern gleich weiter mal zur zweiten Seite, dass du die zweite Seite hier noch öffnest. Wer spürt, boah, ich hätte jetzt gern ganz lang verweilen, dann macht es nächste Woche beim Yin-Yoga mit. Da kann man dann lange in so wundervollen Positionen bleiben. Bei mir jetzt eher kürzer. Ihr findet dann wieder zurück zur Mitte auf der Körperachse. Beweg dich in einen Vierfußstand, unterhak die Zehenballen und schieb dich in einen herabschauenden Hund. Im herabschauenden Hund beweg deine Füße marschierend am Platz. Such Länge im Oberkörper. Finger sind gut mit der Matte verwurzelt. Lass jetzt langsam die Bewegung der Füße ausklingen und bleib für einen Moment in einem stillen, herabschauenden Hund. Deine Fersen orientiert zur Matte hin. Die Knie dürfen ruhig etwas abgewinkelt sein. Die Fersen wollen zur Matte. Wander jetzt mit den Handflächen nach hinten, bis dein Körperschwerpunkt sich ganz auf die Fußsohlen verteilt und du hier in der stehenden Vorwärtsbeuge angekommen bist. Nach wie vor sind die Knie ruhig abgewinkelt. Der Kopf darf sich nach unten entspannen. Führ jetzt deine Handflächen wiederum zur Nierengegend, zum Rücken. Untere Rippenbereich liegt in etwa der Handballen. Die Finger sind zum Kreuzbein ausgerichtet. Atme ein, such die Länge im Oberkörper. Der Oberkörper ist zunächst parallel zur Matte. Wir haben eine leichte Rückbeuge wiederum, von Steiß bis Scheitel Länge. Atme aus, bleib in der Position. Atme ein, richte dich 5 cm weiter auf, Rückbeuge. Atme aus, verweile in der Position, Bauch geht leicht nach innen mit der Ausatmung. Einatmen, richte dich wieder 5 cm weiter auf. Ausatmen, Bauch nach innen aktivieren. Einatmen, aufrichten. Ich weiß, das ist wundervoll, so langsam. Ausatmen, Bauch geht nach innen. Noch zweimal einatmen, Stückchen aufrichten, ausatmen nach innen, mit der nächsten Einatmung richtig ganz auf. Streck die Beine, komm im Stehen an. Lass die Hände noch im Rücken. Führ deine Füße jetzt in eine mattenbreite Öffnung und bring die Zehen zueinander. Ich hoffe, ihr seht es bei meiner Hose. Die Knie sind gebeugt. So in etwa wird meine Skifahrtechnik ausschauen, wenn ich verzweifelt versuche zu bremsen. Also wir sind hier in einem Flug. Die Knie sind leicht zueinander aktiv. Wenn du Kniebeschwerden hast, dann bleib jetzt eher mit neutral ausgerichteten Füßen und lass die Knie nicht so zueinander kommen. Wenn es gut ist, dann gehen wir in den Flug hinein. Wir aktivieren hier noch einmal sehr stark den Nierenmeridian. Bleib mit den Händen am Rücken und fang jetzt an, die Nierengegend zu reiben. Noch für zwei Atemzüge, bleib in der Reibung. Und in Verbindung mit der zweiten Ausatmung entspann den Oberkörper nach unten, lass die Beine noch kurz so spannend ausgerichtet und erst wenn du unten angekommen bist, richte deine Fußsohlen parallel aus. Und häng dich hier über die parallel ausgerichteten Fußsohlen nach unten. Nimm jetzt beide Hände und greif zur Hinterseite deiner Waden. Und wie so eine Zange, der Daumen ist außenseitig, die Finger innenseitig, knet einmal so, press deine Waden entlang.
Wichtig ist, dass du jetzt da deine Beine nicht ganz gestreckt hast. Die Knie dürfen ruhig etwas abgewinkelt sein. Und wander so 3-4 Mal pressend, drückend, wie eine Zange, den Waden entlang, rauf und runter. Die Richtung ist eigentlich recht gleich. Wir nehmen Kontakt zu den Unterschenkeln auf. Ein letztes Mal abkneten. Entspannen dann die Arme, noch einmal entspannen den Kopf, noch einmal und einatmen richtig langsam in deiner Art, entweder aufrollend oder mit aktivem Rücken in eine Stehposition zurück auf. Führe die Fersen jetzt zueinander, Zehen sind nach außen orientiert. Mit der Einatmung komm auf die Zehenballen, ich hoffe, du siehst mich jetzt ganz genau, komm auf die Zehenballen, streck die Hände Richtung Himmel. Die kleinen Finger sind jetzt zunächst zu mir nach vorne orientiert. Mit der Ausatmung rotiere die Hände, die Handflächen schauen nach außen, die kleinen Finger schauen weg von mir, die Fußsohlen nach unten öffnen, die Arme gehen in ein breites V, Handfläche ist nach unten orientiert, die Knie wandern nach außen. Einatmung, wieder auf die Zehenballen kommen, Hände näher zueinander führen, kleiner Finger ist zu mir nach vorne gedreht. Ausatmen, kleinen Finger nach hinten drehen, Arme in ein breites V absenken. Einatmen, nach oben hin strecken. Ausatmen, Fersen zueinander, Knie abwinkeln, Handflächen schauen nach unten. Wir haben die Rotation der Arme wiederum für den Dünndarm. Und bei den Beinen aktivieren wir unseren Nierenmeridian. Das Wasserelement zeigt sich auch in kraftvollen Fußgelenken. Also auch so bei chronischen oder häufigen Verletzungen im Gelenksbereich der Fußgelenke ist es einmal ganz fein, das Wasserelement Niere und Blase anzuschauen. Noch 2 Wiederholungen. Wenn du das nächste Mal auf den Zehenballen bist, mit der Einatmung, bleib auf den Zehenballen und lass die Arme, wird es im Ellbogen abgewinkelt, langsam nach unten wandern. Zeitlupe wiederum. Arme dürfen sich absenken, die Zehenballen bleiben aktiv. Zehenballen drücken in die Matte, der ganze Körper ist nach oben aufgerichtet. Arme dürfen sich entspannen. Bleib noch auf den Zehenballen, such die Balance. Und mit der nächsten Ausatmung entspann die Beine, komm auf die flachen Fußsohlen. Gern einmal lockern, ausschütteln, Füße ausschütteln. So wie du es gerade brauchst. So, ich bewege mich da zurück auf die Matte. Atme ein, such die Länge, beweg die Arme Richtung Himmel. Atme aus, beweg dich mit gebeugten Knien in eine stehende Vorwärtsbeuge. Hände nach unten ablegen mit den Handflächen. Atme ein, geh in die halbe stehende Vorwärtsbeuge. Das heißt, richte den Oberkörper etwas auf, suche eine leichte Rückbeuge im Rücken. Hände und Arme sind nach unten orientiert. In Verbindung mit der Ausatmung noch einmal stehende Vorwärtsbeuge. Einatmen, halbe stehende Vorwärtsbeuge. Und ausatmen, wieder ganz nach unten bewegen. Wir wiederholen es noch 2 Mal. Einatmen, Oberkörper etwas aufrichten in der halben stehenden Vorwärtsbeuge. Ausatmen, entspannen, ein letztes Mal. Einatmen, aufrichten. Ausatmen, entspannen. Steig jetzt mit den Füßen nach hinten oder wander mit den Händen nach vorne, sodass du im herabschauenden Hund ankommst, so wie es auf deiner Matte sich gut ausgeht. Bleib für einen Moment im herabschauenden Hund. Mir rutscht da meine Matte davon. So. Mit der nächsten Einatmung beweg den linken Fuß Richtung Decke nach hinten oben. Flex im dreibeinigen Hund den Fuß
und rotiere jetzt das nach hinten gestreckte Bein einmal mit den Zehen zur Seite nach außen, nach links und einmal richte ihn wieder neutral aus. Einmal ausrotieren, einmal einrotieren. Das Bein ist relativ gestreckt. Noch zweimal. Und hol jetzt, wenn das Bein wieder nach vorne orientiert ist, einatmend dein linkes Bein unterm Körper durch. Rechtes Bein bleibt gestreckt. Wenn es dir zu intensiv ist, dann kannst du jederzeit das rechte Knie auf die Matte absenken. Atme ein mit langem Oberkörper richtig auf. Die Arme bewegen sich nach oben, Richtung Himmel. Bewegen wieder ein Stück zur Seite. Bring jetzt die Handflächen über dir zueinander. Mit der Ausatmung versuch die Daumen zu deiner Wirbelsäule, zum Rücken, nach hinten abzulegen. Die Ellbogen sind nach oben orientiert. Rückbeuge, kraftvoller Rücken. Einatmend, streck etwas mehr die Beine, bring die Handflächen wieder über dem Schädel nach oben. Ausatmend, etwas die Knie, das linke Knie beugen, etwas tiefer sinken. Rückbeuge verstärken, Daumenballen wollen Richtung Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule. Einatmen, Streckung wie eine Pyramide nach oben. Ausatmen, wieder etwas tiefer sinken im Stand. Rückbeuge verstärken. Bleib bei diesem Wechsel. Einatmen, streck dich nach oben. Ausatmen, sind es die Handflächen, die hinterm Kopf zueinander kommen. Wenn du merkst, dass das für deine Arme gar nicht so möglich ist, dann dürfen die Hände auch gern leicht geöffnet sein und einfach so die Daumen Richtung vielleicht Schultergürtelbereich sich bewegen. Noch drei Wiederholungen. Das nächste Mal, wenn du einatmest und die Arme nach oben hebst, such die Länge, ausatmend in einen Bogen für die Hände wieder zurück zur Matte. Steig mit dem linken Fuß nach hinten in den herabschauenden Hund. Beweg dich hier gern für einen Moment. Entspannen und lockern im herabschauenden Hund. Atme ein, bring das rechte Bein Richtung Decke, dreibeiniger Hund. Fuß ist geflext und beginne jetzt das rechte Bein einmal mit den Zehen nach seitlich außen zu rotieren und einmal wieder parallel eigentlich zum Standfuß. Rotiere den rechten Fuß, das rechte Bein. Ein letztes Mal. Mit der nächsten Einatmung für den rechten Fuß unterm Körper durch. Du entscheidest, ob hoher oder tiefer Ausfallschritt. Einatmend mit langem Oberkörper richtig auf. Find mit den Handflächen auf der Körperachse zueinander. Das rechte Knie ist über dem Fußgelenk. Jeweils mit der Einatmung streckt das vordere Bein, die Handflächen schauen zueinander. Mit der Ausatmung beugt das vordere Bein, sink im Stand etwas tiefer, bring die Daumen Richtung Halswirbelsäule. Vielleicht ist es so, meine Daumen berühren so ziemlich den ersten Halswirbel, siebten Halswirbel, ersten Brustwirbel. In der Einatmung sucht die Länge nach oben, in der Ausatmung kultiviert diese leichte Rückbeuge, Herzraum öffnet sich. Und wiederum sind wir da bei der Armbewegung ganz stark mit unserem Dünndarm in Verbindung. Noch drei Wiederholungen. Wenn du das nächste Mal einatmest, dann öffne dich nach oben, ausatmen, führe die Hände in einem weiten Bogen nach hinten, nach unten. Steig jetzt mit dem Fuß nach hinten in eine Stützposition.
Du entscheidest, ob du so jetzt in einem Liegestütz auf die Matte sinkst oder zunächst zuvor die Knie absenkst und dann in die Bauchlage nach unten findest. Leg dich auf den Bauch ab. Bring die Handrücken auf Höhe der Nieren auf deinen Rücken. Atme ein, such Länge in der Wirbelsäule, richte den Oberkörper auf. Die Ellbogen sind nach außen orientiert. Genau, bleib hier für einen Moment. Blick geht diagonal nach unten und vorne. Das ist jetzt so die Nierenvariante der Kobra. Wir kombinieren das jetzt ab und zunächst aus. Leg die Stirn nach unten ab oder ein Ohr. Löse die Hände. Lass die Hände neben deinen Körper. Mit der nächsten Einatmung beweg dich noch einmal in die Kobra, aber diesmal rotieren die Finger Richtung Decke. Handflächen schauen zueinander. Und heb die Arme etwas nach hinten oben an. Über diese Streckung. Schulterblätter sind sehr stark zueinander aktiv. Ausatmend, anderes Ohr auf der Matte legen, ablegen, nach unten entspannen. Einatmen, wiederum kraftvolle Arme, die Finger sind von dir wegorientiert. Spreiz die Finger, kleiner Finger ist nach oben ausgerichtet. Schulterblätter kommen zueinander. Ausatmen, ablegen. Wechsel so mit jeder Ausatmung mal das eine Ohr ablegen, mal das andere. Und wenn das für deinen Nacken unangenehm ist, dann wähle die Stirn, um die Rotation im Nacken zu vermeiden. Das Schambein ist, wenn du dich anhebst, gut nach unten aktiv. Der untere Rücken ist lang. Das nächste Mal, wenn du in der Einatmung bist, bleib in der Haltung. Finger sind zueinander aktiv. Schau jetzt für dich, ob du gern noch die Fußsohlen von der Matte löst, wenn wir hier für 3 Atemzüge in dieser Position bleiben. Du entscheidest. Und lass dich dann nicht irgendwie anstecken von irgendeinem Ehrgeiz. Schau, was heute deinem Rücken vielleicht gut tut. Kleinfinger sind gespreizt, alle Finger gespreizt. Kleinfinger schauen zur Decke. Nach deinen 3 Atemzügen in Verbindung mit der Ausatmung, leg dich flach auf die Matte, gern die Stirn vielleicht unterpolstern oder den Kopf eben. Vielleicht möchtest du mit dem Becken schaukeln, vielleicht bleibst du auch einen Moment ganz ruhig auf der Matte ruhen. Bring jetzt deine Handflächen auf Höhe der Brust auf die Matte. Mit der nächsten Einatmung beweg dich zurück in einen Vierfußstand, drück dich aus der Matte raus. Ausatmen, geht das Becken weiter nach hinten, die Handflächen wandern mit. Wir landen im Fersensitz. Unterhake jetzt im Fersensitz die Zehenballen und schau mal, ob du so auf deinen Zehenballen sitzen kannst. Wenn du merkst, das ist für dich nicht der Fall, weil das bei den Zehen sehr unangenehm ist, dann bleib im klassischen Fersensitz. Atme ein, heb das Gesäß von deinen Fersen, streck die Arme nach oben. Ausatmen für die Arme in einen Bogen weiter zu den Nieren, in das Kamel. Die unteren Rippenbögen sind wieder zueinander in Richtung Bauchnabel aktiv. Ellbogen wollen zueinander, Schulterblätter, der Blick ist leicht diagonal nach oben geneigt. Genau. Wenn du es gern intensiver hättest, kannst du gerne die klassische Haltung des Kamels einnehmen, wobei beide sehr anregend wirken. Du entscheidest hier für dich. Bleib hier noch für 2 Atemzüge. Mit der nächsten Ausatmung lass dein Gesäß nach unten wandern, löst die Hände vom Rücken. Bring jetzt auch deine Fußrücken zurück auf die Matte und schwing die Beine nach vorne. Streck das linke Bein auf der Matte aus. Mit dem rechten
Fuß kommt über das linke Bein. Atme ein, schaff Länge im Oberkörper. Vielleicht, merke ich gerade, bevor ich dich da einrichte, holst du dir noch die Sitzunterstützung. Ist nämlich ganz fein im Drehsitz, wenn man nicht so krumm sitzt. Vielleicht hast du sie griffbereit. Dann nochmal die Beine sortieren. Genau, atme ein, schaff Länge im Oberkörper. Ausatmend, rotier nach rechts. Der linke Arm umarmt dein rechtes Bein. Bauch und rechter Oberschenkel kommen zueinander. Vom hinteren Arm setzen vielleicht die Fingerkuppen auf der Matte aus. Vielleicht ist auch nur nach hinten orientiert. Such im Drehsitz die Länge in der Wirbelsäule. Wir wollen auf der Körperachse rotieren, nicht noch zusätzlich eine Neigung einnehmen. Also es ist schön, wenn du von Steiß bis Scheitel in einer Aufrichtung bleibst. Und wiederum nutzt die Atmung, um diese Rotation gut spürbar zu machen. Mit der nächsten Einatmung beweg dich mit dem Oberkörper zurück nach vorne, richte die Arme nach oben auf, schaff Länge in der Körpervorderseite aus und mit Arme entspannen, wechsel die Position der Beine. Atme ein, heb die Arme Richtung Decke. Ausatmend umarmt der rechte Arm das linke Bein, der linke Arm geht in der Rotation nach hinten. Vielleicht setzen die Fingerkuppen auf der Matte auf, vielleicht ist aber auch, um die Aufrichtung zu erhalten, der Arm nur nach hinten orientiert. Mir ist wichtiger, du bleibst auf der Achse aufgerichtet, wie du neigst dich nach hinten und wirst ganz schief. Der Bauch will zum linken Oberschenkel, langer Oberkörper. Atme bis in den Bauch hinein. Mit der nächsten Einatmung heb die Arme Richtung Decke. Such die neutrale Wirbelsäulenausrichtung aus. Atmen, löst die Arme, löst das Bein. Wenn du dir für die Schlussentspannung gern was anziehen möchtest, hol dir alles, was du brauchst. Und wenn du soweit bist für deine Schlussentspannung, dann komm rückenschonend in eine liegende Position und jederzeit erlaubt dir auch einmal, vielleicht findet manchmal eine Schlussentspannung in einer Bauchlage statt oder Seitenlage. Falls dir danach ist, dann erlaubt dir das und vielleicht wählst du für dich ein klassisches Shavasana, klassische Rückenlage. Genau, mach's dir gern warm, die Nieren haben sehr gern warm. Auch warme Füße, also wenn man mal die Nieren stärken mag, ist so ein gutes Fußbad was Wundervolles oder Moxen. Keine Ahnung, ob das jemand von euch kennt. Dann kann man bei Shiatsu-Praktikern auch mit der Moxa-Zigarre bearbeitet werden oder selber. Ja, und so in der Rückenlage angekommen oder in deiner Schlussentspannungsposition angekommen, hätte ich gern, dass du zunächst noch einmal deinem Herz- und Lungenraum Platz gönnst, also dass du die Schultern dementsprechend einrichtest, Schulterblätter leicht zueinander nach unten ziehen, sodass dein Brustkorb sich öffnen kann. Die Zehen dürfen trotz Decke wirklich in ihrer natürlichen Auswärtsrotation der Beine nach außen sinken. Wenn deine Decke dich da irgendwie einschränkt, dann such mehr Raum unter der Decke. Ja, und dann atme einmal tief ein
Und wir atmen dreimal, machen wir das mit einem I aus. Wir sehen, das macht was im Bauch. Tief einatmen durch die Nase. Und dann I. Ausatmen. Durch die Nase tief einatmen. Und wieder mit einem Ausatmen. Letztes Mal tief einatmen. Bevor du ganz in der Schlussentspannung deine Ruhe suchst, atme noch einmal bewusst durch die Nase ein und entweder durch den leicht geöffneten Mund oder durch die Nase diesmal tief ausatmen. Rücken entspannen. Der Rücken darf jetzt weich werden. Dein Bauch darf sich entspannen. Heben und senken, so wie es einfach aufgrund der Atmung passiert. Dein Gesäß liegt satt auf der Matte auf. Oder dein Becken. Auch die Beine dürfen schwer auf dem Boden ruhen, ihr Gewicht abgeben. Die Fußgelenke sind weich, locker, gelöst. Füße ruhen entspannt. Nimm einen tiefen Atemzug und beginn dann
deine Füße zunächst zu bewegen. Fang bei den Zehen und Fußgelenken an. Hol dann die Beine und dein Becken dazu. Vielleicht verschiebst du das Becken mal rechts, links, streckst dein gesamtes Bein in die Länge. Wander dann eine Stufe höher, hol den Bauch, den Rücken, die Schultern dazu, wenn du dich hier regelst, von Fuß bis zur Schulter. Und nimm jetzt noch deine Arme, deine Hände hinzu. Vielleicht magst du dich auch mal in die Länge strecken, noch einmal die Finger öffnen und zu einer Faust ballen. Ja, und natürlich auch dein Kopf und dein Gesicht. Manchmal ist es fein, den Mund zu öffnen oder auch vielleicht magst du dein Gesicht streichen. Such so wieder die Aktivität in deinem Körper. Und wenn du das Gefühl hast, du bist zu weit, dann roll dich zunächst in die Seitenlage und komm über die Seitenlage in eine sitzende Position. Mit Sitzunterstützung. Im Becken leicht nach vorne kippen, dass sich dein Oberkörper gut aufrichten kann. Leg die linke Hand mittig auf den Bauchraum. Die rechte Hand leg wie einen Spiegel auf der Körperrückseite auf deine Wirbelsäule. Und habe jetzt das Gefühl, dass beide Handflächen nach innen wirken, in dein Körperzentrum. Zu deinem Dünndarm, der auch sowas wie dein Torwärter ist, der so schaut, was darf da rein, was darf da nicht rein. Was nehme ich auf, was füge ich mir zu? Mit der rechten Hand auf der Wirbelsäule sind wir mehr in der Nierengegend. Ich weiß, wir sind jetzt vielleicht ein Stück tiefer, aber wir ummanteln da unsere Körpermitte. Schick die Atmung zwischen deine Hände in deinen Rumpf. Mach das noch für einen letzten Einatmzug. Atme ein, lass die Handflächen da. Ausatmen, löse die Hände vom Bauch und vom Rücken. Atme ein, nimm die Fingerkuppen zum Haupt und klopfe mit der Einatmung über den Haupt und mit der Ausatmung lass die Handflächen kurz am Kopf ruhen. Einatmen, geh noch einmal ins Klopfen über. Ausatmung, Hände wie so eine Haube ruhen lassen. Ein letztes Mal einatmen. Auch so den seitlichen Bereich des Kopfes rund um die Ohren diesmal mitklopfen. Ausatmen, leg diesmal beide Hände auf die Ohren. Und lass für zwei Atemzüge die Handflächen auf den Ohren ruhen. Führ dann die Hände zum Herzraum. Ja, ich wünsche dir eine schöne Zeit, viel Genuss mit dir, vielleicht deiner Klarheit, aber auch so deiner Wärme. Namaste. Spür auch so hinein im Laufe des Tages,
was dein Verstand heute macht, dein Geist, ob du merkst, du bist entscheidungsfreudiger, das wäre so eine Qualität des Dünndarms. Und sei aber auch immer wieder heute sehr fürsorglich, was Wärme und dich selbst anbelangt. Mach so einen Nieren-Wärme-Verwöhntag. Keine kalten Füße heute, dann lieber zweites Mal aufstehen, Socken holen oder Wärmeflasche holen. Lass das so gut noch nachwirken. Ja. Die Aufzeichnung beende ich jetzt da. Wenn du mir eine Rückmeldung geben magst, dann gern die, die jetzt live dabei sind, jetzt hier. Und sonst freuen wir uns wirklich über jede eurer Nachrichten. Jedes Mal, wenn da irgendwas kommt, das ist einfach wundervoll. Vielen Dank auch für die vielen Rückmeldungen.